So, willkommen zurück zu Let's Play Hearthstone. Im letzten Part haben wir uns ein Deck mit dem Hexenmeister erstellt und hier ein Spiel schon mal gewonnen. Zum Schluss ist euch vielleicht aufgefallen, habe ich so einen kleinen Fehler begangen, habe vergessen, was rauszuschneiden. Alles halb so wild. Ich hoffe mal, die Leute, die da kurz drin zu sehen sind, sehen es mir auch nach, wenn sie das Video überhaupt zu Gesicht bekommen. Und ihr stalkt sie nicht. Das hätte ernsthafte Probleme für mich. Da muss ich mich den Bart einfach mal löschen und neu hochladen. Dort wäre dann auch wieder mehr Arbeit. Muss ja nicht unbedingt sein. Mal gucken, wie weit wir kommen. 17:17 Uhr haben wir. Zwei, maximal drei Spiele werde ich machen. Je nachdem, was die Zeit sagt. Ja, und wenn es drei Niederlagen jetzt hintereinander werden. Und relativ schnell, dann haben wir das auch hinter uns. Dann kann es wieder Ewigkeiten dauern, bis ich was Hearthstone-mäßiges aufnehme. Also, wenn ihr mehr Hearthstone sehen wollt, drückt mir den Daumen, dass wir jetzt noch ein, zwei Siege hinkriegen. Die Belohnungen wurden gefühlt auch ein bisschen nach oben geschraubt. Anduin Run, das Licht wird ihn Priester. sehen. Eure Seele wird Oh, mir die dunkle gehören. Bombe werde ich gegen Anduin behalten, genauso wie die Jägerin jetzt. Ach ja, schön aufziehen, Gnome zur Eröffnung. Der ist auch nicht verkehrt mit seinen vier Angriff. Machen wir erstmal den Gnome raus. Der ärgert so ein bisschen. Zombie-Fraß. Leider kann er mir aus dem sehr, sehr schnell einen Strick drehen, was ich nicht möchte. Deswegen verschwindet der jetzt. Mal gucken, was jetzt so Die Schönes Verdammten kommt. stehen bereit. Okay. Dann habe ich dir jetzt schon Vierer vor der Nase. Und zwar ja. Er ärgert zumindest ein bisschen. Gebt mir eine Quest. Sag mal, Rückspuler. Wie bauen wir da jetzt vernünftig Druck für auf? Ich kann natürlich den erstmal abräumen, wieder den Zombie Joe. Och ne, ich räume ihn ab, bevor der mir zu weit anwächst. Ist okay, jetzt müssen wir trotzdem irgendwie Druck aufbauen. Und da stellt sich jetzt die Frage, wie bauen wir Druck auf? Mit der Jägerin. Legt euch nicht mit Zahner Die lassen wir auch auf dem Feld. Einfach weil sie böse ist. Wenn er seinen Zombie Das Joe könnt ihr jetzt nicht ernst pinnt, dann hat er meinen. natürlich Vorteile. Nur einen befreundeten Diener, was jetzt ein bisschen blöd kommt, aber. Hey. Wen pumpst du? Okay. Ne, er hat sich trotzdem selber ausgebremst. Er hätte jetzt nichts gebracht, Zombie Joe anzugreifen. Den heilt er sowieso hoch. Greift wahrscheinlich einmal an. Ja, dann heilt er hoch. Jetzt kommt der Direktangriff, war mir auch klar. Ich bin ein Morgen. Bauen wir jetzt Zombie Joe ab. Und ich baue noch ein wenig Druck auf. Legt euch nicht mit Zahner an.
Der ist zwar sehr, sehr stark, aber alle Diener kosten 3 Mana mehr, was ihn auch deutlich langsamer macht. Er kann jetzt fast nur noch mit Spells arbeiten, weil Diener selber zu teuer sind. Kann er sich auf 6 hochheilen. Das Dingo! Ja! Naja, für 7 Mana. Die 5, die nehmen wir auf jeden Fall weg. 1, 2, 3, 4, 5 müssen wir so machen. Oder kriegen wir noch was anderes zustande? Ja, aber nicht in dieser Runde. Nee, mit dem kriege ich jetzt keine 2 mehr raus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wäre einer zu viel, wenn ich es richtig im Kopf habe. Knappe, mir zur Seite. Bereit, mein Herr. Ja, müsste immer noch dann einer zu viel sein. Deswegen räume ich hier noch richtig aus. Ja, den lasse ich mal liegen. Dann haben wir wenigstens nochmal 2 Schaden auf ihn. Den lassen wir liegen, damit der einfach nochmal ein bisschen ausbremst. Mit dem Stormwind Champion können wir gleich nochmal richtig Druck aufbauen. Plus dann nochmal den Wogenspitzel. Oder eine Rückspulung, mal schauen. Mal schauen, was wir tun. Ja, damit würde sein eigentlich ausgebremstes eliminieren. Jetzt kann er mit Spells dasselbe Spielchen machen wie wir. Ja, da holt auch nochmal Geschwindigkeit raus. Heilt er sich. Wenn ihr darauf besteht. Was die Dunkelheit ja, hol ich mal zurück. Das war's. Dann ist sie noch ein bisschen lustiger mit dem Stormwind Champion zusammen. Die ist so oder so recht lustig. Wenn ihr darauf besteht. Für die Allianz. Und dann müssen wir noch ein bisschen Druck aufbauen. 4, 5, 6. Oh, lohnt sich nicht. Ich bin bereit. Ich nicht. Das war's. Ich gehe davon aus, dass er jetzt den Stormwind Champion abräumt. Ja, nichtsdestotrotz wird das stark genug sein hinterher. Ja, 5, nicht ganz so stark, wie ich es gern gehabt hätte, aber halb so wild. Räumen wir da links ab. Wie machen wir das denn jetzt am idealsten? Einfach umdrehen bringt das leider nichts mehr. Ich frage mich ob. Na komm, jage ich beide rein. Das erste Opfer. Kommst du raus? Du? Und weißt du was? Ich sponsor dir ein bisschen Angriff. Ich bin ja nicht so. Erstmal gucken, wie er darauf reagieren möchte.
ist okay gewesen. Der darf jetzt nur nicht auf den Trichter kommen, den wieder hochzuhalten. Das finde ich nicht ganz so lustig. Okay. Wie möchte ich ihn jetzt abräumen? 1, 2. Für den König. Ja, die vielleicht erst ziehen sollen, dann Gruul. Ja, egal. Könnte trotzdem ein Sieg werden. Juckt mich relativ wenig. Juckt mich fast genauso viel. Gruul. Die Dunkelheit. Jetzt haben wir vom Board her deutliche Vorteile. Und jetzt jedes Mal, wenn Zug beendet ist, wird unser Gruul stärker. Heißt jetzt, in der nächsten Runde sollten wir den Drops schon gelutscht haben. Besonders wenn ich mir überlege, wir haben die überwältigende Macht noch auf der Hand, was unser Gegner nicht weiß. Ja, ja. Ihr habt mich besiegt. Gut gespielt. Ich bin ein Arschloch. Manchmal. Gut. Ja, neue Quest gekriegt. Wirkt 40 Zauber. 4 Stück haben wir gewirkt und so zauberbelastet ist dieses Deck jetzt nicht. Ich werde auch nicht so spielen, dass wir möglichst schnell die Quest fertig kriegen. Einen machen wir jetzt noch. Der letzte Kampf waren so 12 Minuten müssten das gewesen sein. Wenn wir jetzt noch so einen 12 Minuten Kampf oder 15 Minuten Kampf, dann sind wir fast bei einer halben Stunde aufgerundet. Das reicht an Videozeit. Ja, wenn der jetzt ein Rush-Deck aufgebaut gekriegt hat, haben wir ein ernsthaftes Problem. Eure Seele wird mir gehören. Wir sind wieder mal als zweites dran. Da möchte ich den Sturmwind-Champion nicht und den Ritter von Sturmwind nicht. Ich habe nichts gegen Sturmwind, aber nicht jetzt im Early. Ich habe gesagt, nicht im Early. Saftsack. Oder Sacksaft. Ja, kann man wahrscheinlich sehen, wie man möchte. Kommt auf selbe hinaus. Es ist beides bescheiden. Ich rieche Blut. Ja, das finde ich auch bescheiden. Da kann ich mich nicht allzu viel gegen machen gerade. Ja, mal schauen, was jetzt kommt. Ist das ein Wildtier? Nein. Ja, wenigstens kein Wildtier. Das ist aber ein Wildtier. Und da werde ich wild hier. Ja, ich weiß, der Wortwitz war flach. Sehr, sehr flach. Legt euch nicht mit Zahn auf. Also, da muss er jetzt erstmal ein bisschen was gegen machen. Leider auch nur ein bisschen. Ah gut, jetzt hat er kein Wildtier mehr. Warum finde ich das gut? Ganz einfach. Wildtiere bei einem Hunter heißt, er kann sich buffen wie so ein Geisteskranker. Ich bin ein Morgenmuffel. Das gefällt mir sowas von gar nicht. Ja, komm, bevor die Wichtelmeister nicht zu sehr behagt. Dämonenfeuer. Wenn er mein Wichtel liegen lässt. Macht er natürlich nicht. Sacksaft.
Ja, dann setz deine Zauber ein, kein Problem. Lass die Dunkelheit erscheinen. Setz deine Zauber ein, unser Trock, der wächst. Und das freiwillig. Zwei übrig. Du machst 4 Schaden, dann haben wir noch 2 übrig. Ja komm, fallen wir da ab. Okay, den Wichtel hätte ich mir sparen können. Ist jetzt auch Wurst. War nicht gut durchdacht. War gar nicht gut durchdacht von mir. Da ist mir so für sich gesehen zu stark. 3. Sagt Kind, ich jetzt runterhauen, das Männchen. Nee. Möchte ich noch nicht. So habe ich eine etwas schönere Variante. Hahaha, mal gucken. Was? 2 Mähen? Ja, der Brunnen kommt auch gut. Zack. Zack. Klar, der hat immer noch zu viele Wildtiere. Na, jag ich rein. Für den König. Für Ehre. Dann sind es immer noch 3 Wildtiere, ist mir aber immer noch lieber als die Alternative. Es sind immer noch 6 Schaden, aber keine 12. Ja, da musst du jetzt überlegen, was du machst, ne? Hätte ich aber an deiner Stelle auch, Kollege. 8. Legt euch nicht mit Zorn für Ehre. Na, was hast du schönes? Schlangenfalle. 2 Stück anstatt 3. Also so viel Druck baust du mir jetzt gerade nicht auf, dass ich davor kusche. Dafür nimmst du einen Kobra-Schuss? Ja, meinetwegen. Mir soll's recht sein. Und ihr beiden? Nehme ich mir noch ein bisschen Druck raus. Wären 20 Minuten, 2 Minuten noch. Ja, ich rechne noch in Video, denke ich laut mit. Eure Magie wird euch nicht retten. Wow. Au. Das tut weh. Pöser, pöser, pöser Jung. So, jetzt muss ich beide abholen. Kann ich aber nicht. 8, 9, 10. Wenn ich da beide reinwürge, ja. Muss ich leider tun. Und hoffen, dass der Stormwind Champion genug Druck aufbaut. Fast sind 5, er hat uns. Gut gespielt.
Das hätten wir eventuell noch drehen können. Aber mit dem Fass konnte ja kein Mensch rechnen. Auf Level 48 gibt es einen goldenen Schattenblitz. Ja, gut zu wissen, nicht wahr? Und die nächsten 4 Spells eingesetzt. Okay, ein Sieg, eine Niederlage. 20 Minuten müssten wir jetzt haben. Ergo beende ich den Part jetzt an dieser Stelle. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn es dann heißt Let's Play Hearthstone. Godless vs. Gnomes Arena mit dem Hexenmeister oder Warlock. Bis dann, ciao.